Der Kurt Sattelmeier und der Friedemann Deblitz, der irgendwo da hinten in der Friedrichstraße ist. Aber ist das Interview reif? Ich will. Das ist Ralf, der Querkämpfer der ersten Stunde. Ja? Der Querkämpfer der ersten Stunde und der Meister des Viele von den Kollegen kriegen gerade ziemlich viel Druck. Vielen Kollegen wird genauso gesagt wie euch, sie seien Schwurbler, sie seien Aluhüte, sie seien Verschwörungstheoretiker. Einfach nur deswegen, weil sie ihren Job machen. Super. Ich bin hier. Das ist weil sich Kinder unterstützen, die in der Schule Masken Ralf tragen ist nicht sollen, nur Querkämpfer der ersten Stunde, sondern Ralf ist auch derjenige, der den Teddybär, weil sie einfach sich für euch einsetzen, was ihr Job ist. Maskottchen gespendet und liebe Kollegen, ich bedanke mich dafür. Das ist noch geräumt worden und gesehen. Jonas hat es mit seinem Leib und Leben beschützt. Ja. Also das Maskottchen ist von Ralf, was geräumt wurde, was dann Jonas geschützt hat. Ja, ich würde ihn gern wiedersehen. Ja, das Maskottchen oder Jonas? Beides. Also, wir können den Kontakt herstellen. Ja. Ralf ist aus Turm Stuttgart. 11. An Turm 11 sollen bitte die Abstände eingehalten werden, weil die Polizei dort bereit steht zur Auflösung der Gruppe oder der Menschen, die da sind. Also Turm 11, wo ist das genau? Turm 11, bitte die Abstände. Es ist nummeriert, also wer an Turm 11 ist, bitte Abstände einhalten. Wie war die Stimmung in Stuttgart, bevor du nach Berlin gekommen bist? Und zwar sofort. Aufbruchstimmung. Die Polizei steht dort. Wir gehen davon aus, dass wir kooperieren. Okay, lass uns. Ich wollte nur sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, hier auf der Bühne, die machen alle